DAX Trading 18.05.2019 Tagesgewinn 900 Euro Outdoor Deselzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 17. Mai 2019 und wir haben jetzt 9 Uhr. Zunächst möchte ich mal sagen, eigentlich schon fast eine Sensation, hier im YouTube Livestream habe ich heute auf einmal 7 Zuschauer, für mich ist das ein nur Sensation. Denn bisher habe ich immer vor total leeren Rängen meine Trainings gemacht. Aber den Leuten, die als Zuschauer und möglicherweise mit Trading-Leute arbeiten wollen, sie sollten sich also wirklich einen zweiten Computer zulegen, vielleicht ein Laptop, der immer startbereit steht, dass sie nur noch auf den Knopf drücken müssen, der also direkt mit ihrem Konto bei ihrer Bank verbunden ist, damit das sekundenschnell gekauft oder verkauft wird. Denn wenn ich sage, ich kaufe jetzt einen neuen DAX oder ich stelle jetzt glatt, dann müssen Sie sofort auf den Knopf drücken. Denn wenn Sie 1 oder 2 Sekunden zu spät kommen und der zu spät kommt, den bestraft das Leben entweder mit einem DAX nach oben oder nach unten. Also jetzt haben wir 9.05 Uhr und ich habe durchgerechnet, der DAX könnte jetzt fallen, untertags steht jetzt bei 12.253 Punkten und ich mache einen Leerverkauf eines Taxis für 12.253 Punkte und warte jetzt mal ab. Nun sind fast 4 Minuten vergangen und ich melde mich immer wieder, denn der DAX steht jetzt tatsächlich etwas tiefer bei 12.225 Punkten und ich stelle die Position glatt und nehme den Gewinn von 28 DAX-Punkten mit. Gewinn, 28 DAX-Punkte. Sie sehen also 28 DAX-Punkte bei einem vollen DAX, das sind etwa 400 Euro, die jetzt in 4 Minuten Gewinn gemacht wurden, abzüglich natürlich der Transaktionskosten. Jetzt sind schon wieder 2 Minuten vergangen, untertags ist schon wieder etwas gestiegen und ich habe jetzt ausgerechnet, der DAX könnte steigen und ich kaufe jetzt einen neuen DAX für 12.228 Punkte und dann wollen wir mal sehen. Nur 5 Minuten hat es gedauert und ich stelle jetzt glatt, der DAX steht bei 12.237 Punkte, das sind 9 Punkte mehr, die er gestiegen ist und ich nehme diese 9 Punkte Gewinn mit. Gewinn, 9 DAX-Punkte. Jetzt um 9.15 Uhr steht der DAX auf 12.229 Punkte und ich habe hier errechnet, er müsste jetzt wieder fallen, das heißt, ich mache einen Leerverkauf eines DAX von 12.229 Punkte und hoffe, dass der DAX jetzt wieder etwas fällt. Nur 6 Minuten sind vergangen und jetzt steht der DAX tatsächlich tiefer auf 12.215 Punkte und ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 14 Punkten mit. Gewinn, 14 DAX-Punkte. Und Sie sehen, innerhalb von nur 4 Minuten ist der DAX schon wieder gestiegen und steht jetzt auf 12.230 Punkte und ich habe jetzt errechnet, der DAX sollte steigen und ich kaufe einen neuen DAX für 12.230 Punkte, aber sehen Sie, 3 Minuten sind vergangen, der DAX ist zwar gestiegen, aber jetzt fällt er schon wieder und steht bei 12.222 Punkte, aber meine Berechnungen sagen trotzdem, der DAX steigt, ich mache jetzt nichts und warte erstmal weiter ab. Na also, Nummer 10 Minuten sind vergangen und jetzt steht der DAX tatsächlich wieder etwas höher, 12.248 Punkte und ich stelle jetzt glatt bzw. verkaufe den DAX und nehme die 18 Punkte Gewinn mit. Gewinn, 18 DAX-Punkte, also einen guten Zeitpunkt erwischten. Jetzt 2 Minuten später steht der DAX schon wieder bei 12.242 Punkte und meine Berechnungen sagen mir, er fällt weiter und ich mache jetzt ein leer DAX, ein Leerverkauf von 12.242 Punkten und warte mal ab. 8 Minuten sind vergangen und jetzt steht der DAX bei 12.233 Punkten. Es ist tatsächlich weitergefallen, trotzdem stelle ich jetzt glatt und nehme die 9 Punkte als DAX-Gewinn mit. Gewinn, 9 DAX-Punkte. Jetzt haben wir gleich 10 Uhr und der DAX ist weitergefallen auf 12.229 Punkte, aber die erste Stunde des DAX ist rum und ich mache meine Börsenthreads immer erst in der ersten Stunde des DAX und möchte jetzt Schluss machen, man soll nicht übertreiben,
Man kann nicht immer gewinnen, ich mache das hier so wie beim Roulette, da mache ich auch meistens immer nur 5 Korbs und gewinne und die Gewinne kann ich wenigstens behalten. Und heute haben wir am DAX insgesamt 78 Punkte Gewinn gemacht, das ist meines Erachtens ein sehr gutes Ergebnis für die erste DAX-Stunde und das macht ein Gewinn von etwa 950 Euro aus. Da gehen natürlich noch die Transaktionskosten und die Bankkosten ab. Aber im Grunde genommen ist es für eine Stunde am DAX 900 Euro zu verdienen ein gutes Ergebnis. Ich mache jetzt Schluss, ich mache meine Börsenthreads immer in der ersten Stunde des DAX. Ich habe festgestellt, das ist die beste Zeit, da bewegt sich der DAX am besten, weil alle die am DAX Trading machen morgens in der ersten Stunde direkt zum neuen Anfang ihre vorgezeichneten Aufträge zu erledigen. Und deshalb geht der DAX in der ersten Stunde immer rauf und runter und das muss man ausnutzen. Morgen ist kein Trainingstag, morgen ist Samstag, übermorgen Sonntag, aber ab Montag wieder weiter wie bisher.